Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es 4 Tage auf Karpfenjagd vom Schlauchboot. Ricardo und ich wollten es wissen. Der See hatte es uns schon seit längerem angetan. Und so packten wir Anfang Juni unsere 7 Sachen und machten uns auf den Weg. Kristallklares Wasser, Elektromotorverbot, Hitze, Gewitter und natürlich Hammerfische machten den Trip einzigartig. Aber seht selbst. Ricardo hier gerade schön beim Boot aufbauen. Und guckt euch mal bitte Ricardos Geheimtipp an. Das ist sein Hakenköder. Na ja. Hier ist der Trick, hat er schon vorgebunden. Macht da einfach einen Verlängerungsstopper rauf. Nicht und schnicken. Verlängerungsstopper rauf und dann passt der daran. Da muss aber einen anständigen Verlängerungsstopper anbauen. Und fangen wir heute was? Ja, mindestens, sonst wären wir nicht hier. Ricardo ist guter Dinge. Gesehen haben wir sie schon. Ricardo hat heute schon Location gemacht und hat schon Fische gesehen, von daher bin ich ganz entspannt. So, Ricardo hat hier seine Liege, schön auf dem Schlauch. Ich hoffe, er ist nicht Rechtsschläfer. Bei mir sieht das ein bisschen anders aus. Ist gerade noch alles ein bisschen unorganisiert. Wir müssen erstmal die Routen rausbringen. Aber auf dem 3,30 Meter Schlauchboot kann man halt auch einfach eine Liege so quer aufstellen. Kommt ein GRC Carp Grip oben drauf. Heute nicht, Sonne scheint, aber soll die Tage noch mal ein bisschen regnen und dann ist es schick. Wir errichteten unsere Basis und machten uns daran, Plätze zu suchen. Mit Taucherbrille, Schnorchel und Flossen bewaffnet ging es auf die Suche. Im kristallklaren Wasser konnten wir von oben einige interessante Spots ausfindig machen. Doch häufig musste ich beim Tauchen feststellen, dass der Boden mega weich war und sich für eine optimale Köderpräsentation nicht eignete. Also hieß es weitersuchen.
wurden wir aber doch fündig. Dicht am Schilf war der Boden oft hart genug und Fraßflecken zeigten uns den Weg. Die Montagen tauchte ich auf die Plätze, um das Blei etwas in den Boden drücken zu können. So würde es später nicht die teilweise doch recht steilen Kanten hinunterrutschen können. Ricardo warf noch ein paar Hände meiner White Tunas und Dark Garlic Fischmurmeln hinterher, Nüsse drauf, fertig. Die anderen drei Routen platzierten wir auf dem Plateau. Hier hatten wir die Fische ja schließlich schon gesehen. An den Krautkanten zum tieferen Wasser hin zogen sie ihre Bahnen. Mit auffälligen Pop-ups und Schneemännern bestückt, hofften wir auf schnelle Bisse. Wir stellten kleine Fallen, fütterten aber auch große Areale, um die Karpfen bei Laune zu halten. Jetzt hieß es abwarten. Fisch nach 24 Stunden. Heute Morgen habe ich leider schon einen verloren. Er ist ausgestiegen, bevor ich bei ihm war. Und jetzt hier der Kollege. Schöner Two-Tone. Und was uns total überrascht, die sind noch am Laichen oder am Milchen. Hier eine frische Wunde. Und er milcht auch noch ganz leicht. Hier tropft es immer raus in die Matte. Also die sind hier noch nicht durch. Wasser hat 24 Grad. Ja, mal gucken, was noch so geht. Bin gespannt. Moin! Jetzt konnten wir noch mal ein, zwei Stunden die Augen zumachen. Heute Morgen um 4 war hier die Hölle los. Die rechte Route, die Vollspeed ab. Ich hinterher mit dem Boot und kurz vorm Schilf, vor der Ecke, wo sie liegt, ging sie dann rechts rein ins Schilf. Schöne Runde geschwommen, richtig Schilf zusammengenommen. Da blieb mir nichts anderes als auszusteigen. Und ja, da war aber halt knietief Schlamm. Von daher war das relativ schwierig, da wieder zurückzukommen ins Boot. Und hab den Fisch aber bekommen,
Und zur Überraschung ist es genau der gleiche Fisch wie gestern Abend. Also manchmal ist es echt verrückt. Du fängst jetzt hier zwei Fische und sind beides genau die gleichen. Ja, und während ich so im Schilf rumhantiert habe, lief meine linke Rute wieder ab, auf die ich gestern gefangen habe, ist Ricardo gleich ran und hat Druck aufgebaut, konnte nur natürlich nicht hinterher. Der Fisch war auch die ganze Zeit dran, sagt er, und ja, als wir ins Boot sind und hin, lag die Montage einfach im Kraut. Gerade einen schönen Doppelrun versaut. Der erste Fisch war komplett im Schilf. Hier, das, das. Und ja, Ricardo hat die zweite Route gehalten. Und jetzt sind wir auf Platz und jetzt ist der Fisch weg. Dann war sie mal schnell wieder ablegen. Ich habe die andere Route da hinten nochmal kontrolliert, die wir gestern abgelegt haben, habt ihr ja gesehen. Und Futter komplett weg. Ich habe jetzt nochmal nachgefüttert. Mal schauen, was geht. Die Sonne geht gleich wieder hoch. Dann wird es wieder schön brutzlig. Und von daher werden wir jetzt wohl erstmal frühstücken und die Kühle des Morgens genießen. Mal gucken, was der Tag so bringt. Bis später. Jo, moin, gerade in der Fotosession von Ricardo, noch schön bei mir die Route wieder losgelaufen. Ja, und leider wieder verloren, den Kollegen. Diesmal ist das Vorfach gerissen und das ist jetzt mittlerweile der dritte Fisch und so langsam nervt es auch echt. Und darum ziehen wir dann gleich um und fahren ein bisschen dichter an den Spot, weil es einfach zu weit weg, man braucht zu lange mit Rudern dahin. Naja, und jetzt noch den Fisch von gestern. Also den Fisch, den ich gestern schon mal hatte und heute Morgen. Aber der Kollege ist noch ein bisschen. Ist noch drin. Ja, bei unserem Glück. Achso, das Schlauchboot hat auch irgendwie Luft verloren. Da gucke ich dann später nochmal. Ah, hier sind die beiden Kollegen. Beides Männchen. Beide noch am Milchen, wie man sieht. Ja, Laichausschlag haben sie auch noch. Naja, scheinen nur die Männchen unterwegs zu sein. Aber immerhin. So, die gehen jetzt zurück und wir ziehen um, ne? So machen wir das. Bis später.
So, da habe ich gerade eine Rute rausgebracht, um hier mal eine Schleie zu fangen. Und da läuft auf meinem Spot, auf den dicken Poppy, eine Schleie ab. Und dann noch so eine schöne hier. Hat auch schön meine weißen Bodies ausgeschissen. Ja, geiles Teil. Schöne Farbe in der prallen Hitze. Geil. Hallo. Über den Tag wurde es einfach unerträglich heiß. Um keinen Sonnenstich zu riskieren, bastelten wir kurzerhand den Schirm aufs Boot. So verging auch nicht viel Zeit, bis wir uns mit Brille und Schnorchel ins Kühle nass stürzten und nach neuen Plätzen Ausschau hielten. Hinter einer Landspitze an einer steilen Scharkante wurde ich fündig. Um die Boilies punktgenau auf den Fraßfleck zu bringen, bediente ich mich der Hilfe einer kleinen Plastiktüte und tauchte das Futter auf die ca. 3,5 Meter tiefe Stelle. Wie ich feststellen musste, ist es allerdings besser, den Beutel vorher zu fluten. Erst wollte ich dort gar nicht ablegen. Der Weg zum Spot war nicht nur weit, sondern brachte auch viele Hindernisse mit sich. Die Schnur verlief auf insgesamt knapp 400 Metern durch zwei Krautfelder. Außerdem war der Boden mit Totholz und alten Schilfstumpen gespickt, an denen sich die Dreikanter so richtig wohlfühlten. Doch Ricardo hatte das passende Equipment für solche Situationen dabei. Mehr dazu gibt es gleich. Muss gut essen. Darum gibt es heute Badutes Schweinefilet mit Brathüften und buntem Gemüse. Ich kann ja mal kurz nebenbei erzählen, was wir heute so gemacht haben. Also wir sind ja umgezogen, das habt ihr ja schon gesehen. Und ja, dann haben wir hier über den Tag schön eine dicke Brasse, die habe ich auch gefangen, aber eine dicke Schleie gefangen. Eine hing nicht richtig, aber nochmal so, einer hat noch gebissen. Dann haben wir neue Plätze gesucht und ja, liegen jetzt hinten um die Ecke. Und da ist eine tiefe Scharkante, die geht so 3,5-4 Meter runter und da ist halt ziemlich viel Fressen. Und da haben wir jetzt mal hingelegt und haben, Ricardo hat so ein cooles neues Produkt aus England. Ist das gerade zur Hand? Rot, glaube ich. Ja, ist quasi so eine Plasteperle, wie ein Schwimmkörper. Und die kann man auf die Hauptschnur fädeln. Und dadurch bleibt die Schnur oben. Weil unten waren halt überall so hohe Schilfstumpen, halt beim Tauchen gesehen, mit Dreikantmuscheln dran. Und da würde halt die Schnur komplett durchlaufen und dann noch um eine Schilfecke rum und dann nochmal 150 Meter hierher. Ist ein bisschen gefährlich, haben wir gesagt. Und von daher haben wir ja, diese Dinger hier genutzt. So sieht das Ganze aus. Das hat einen Schlitz und das hat einen Schlitz. Und dann fädelt man das auf die Hauptschnur und steckt das dann quasi drauf. Und dadurch bleibt die Schnur halt oben. Ist quasi wie ein kleiner Subfloat. Und das Gute ist, man sieht dann halt auch gleich, wo die Schnur ist. Und im Drill rutscht es dann runter. Ja, von daher gute Sache. Bin mal gespannt, wie das so funktioniert. Vielleicht hätte man noch eine mehr aufgehangen.
Müssen wir mal gucken, wenn wir beißen, wie sich das so verhält. Ja, jetzt machen wir hier schnell Armbrot. Und dann hoffen wir, dass heute Abend auch wieder ein Fisch kommt. Oder vielleicht sogar zwei, drei. Gestern kam ja einer. Der Two-Tone. Der hat ja dann morgens nochmal gebissen. Ja, und manche stehen einfach auf meine Boilies. Ist halt einfach so, ne? Können halt nicht genug kriegen. Achso, das Lustige ist, haben wir heute Morgen ganz vergessen. Ricardo hat ja auch einen Fisch gefangen, endlich. Und das war sogar einer von den Fischen, die ich vorher verloren habe, die mir geschlitzt sind, weil er hatte nämlich schön mittig Unterlippe einen Schlarz drin, also nicht durchgerissen, aber man hatte gesehen, dass der Haken halt ein bisschen nicht direkt hinter der Lippe, sondern ein bisschen weiter drin gegriffen hat und dann hat er halt Schwung gekriegt. Ja, so ist das. Und ja, Ricardo hat eine ganz schöne Oberlippe gehabt. Ja. Also die scheinen wirklich so zu stehen und zu fressen. So, was drück jetzt noch? Möhren muss ich noch schneiden. Dann gibt's lecker Essen. Ricardo hat noch echtes Porzellan.